Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Check der Ladestation, der Controller-Ladestation von GameCraft. Und um das jetzt ein bisschen besser testen zu können, weil meine PlayStation da oben steht, habe ich mir mal von meinem Samsung-Handy den Adapter geholt. Achso, ich bin ja auch doof. So, kann ja nicht gehen, wenn die Steckdosen nicht mit Energie versorgt sind. So, genau, ist das einfach mal da drin klatschen. So, jetzt gucken wir mal, ob der Kabel lang genug ist. Ja, ich weiß, das heißt das Kabel, für mich ist es der Kabel. Reicht eigentlich aus, dafür, dass es an der PlayStation genutzt werden soll, meiner Meinung nach reicht das locker aus. Wieso sieht mein Fernseher an? Oh, Stargate. Und eine von meinen Lieblingsfolgen. So, jetzt werde ich das hier erstmal befestigen. Ach so, wir können das rein theoretisch, so wie das aussieht, können wir das so befestigen, dass wir den GameCraft, das GameCraft-Logo vorne haben, oder wenn ihr es verstecken wollt, könnt ihr das auch so machen, dass es nach hinten ist. Ich werde es so machen, dass es nach vorne ist. Oder? Nee, doch, geht nicht. Hinten haben wir eine Nase. Nee, geht doch nicht. Habe ich mich geirrt, geht nicht, weil hinten ist eine Nase dran und vorne nicht. Also die Rille ist jetzt zu. Kann ich euch mal beide Seiten zeigen? Da ist die Seite und da ist die Seite. Seht ihr das? Ja. Ach, so, ja, nicht mal so weit von unten weg. Das schließt schön bündig ab. So. Ach, hier haben wir so eine Aussparung, dass wir den Kabel da durchziehen können. Ja, ich weiß. Für mich ist es trotzdem der Kabel. So, und dann steht es auch sehr fest und hinten kommt der Kabel da raus. So. Jetzt werden wir das erstmal, ich muss erstmal meinen Controller vorbereiten. Ich hatte noch die, ich habe ja momentan eine andere Ladestation, wie ihr sehen habt. So, jetzt nehmen wir erstmal den Controller. Ganz ohne Silikonhülle. Und den stecken wir jetzt mal unten drin. Also er ladet, also der Controller leuchtet auf jeden Fall gelb, kurzzeitig, wenn ich ihn ranmache, dass er ladet. Also das funktioniert schon mal. Ich werde das mal so machen, dass ihr das vielleicht so ein bisschen seht. Lässt sich auch relativ schnell ruf machen. Ja, seht ihr das vielleicht so ein bisschen? Ne, seht ihr nicht. Das ist schade. Lässt sich auch relativ schnell ruf machen, der Controller. Durch diesen Verlängerungssteg, der hier ist. Ach, das seht ihr so kacke, Mist. Ich mal ranzoomen. So. Durch diesen verlängerten Steg, der wirklich sehr lang ist,
macht sich das exzellent eigentlich. Macht das mal unten rauf. Mit dem Ruf machen. Einfach rufschieben. Und er ist relativ fest. Jetzt bin ich mal gespannt, mit, wie es aussieht mit der Silikonhülle. Dürfte eigentlich auch keine Probleme sein, da hinten ja frei ist. Jo. Und die Controller laden. Definitiv. Die sind natürlich jetzt alle voll bei mir. Deswegen passiert jetzt hier hinten auch nichts großartig so, dass ich habe das jetzt mal hier so ein bisschen locker gemacht. Also ihr seht jetzt hier nicht wirklich, dass was passiert. Ich kann mal nochmal abmachen und ranmachen. Vielleicht seht ihr das, dass es kurzzeitig gelb leuchtet hier. Die sind nämlich komplett voll, meine Controller. So seht ihr nicht. Müssen wir so machen. Gucken wir mal. So müsst ihr das rein theoretisch, müsst ihr jetzt was sehen können. So, einfach drauf. Und da seht ihr das kurz aufleuchten. Den können wir hier unten auch gerne nochmal machen. So. Na. Jetzt will er unten schon wieder nicht, oder was? Doch, unten will er jetzt auch. Hat sich eben ein bisschen leichter gemacht, vielleicht weil ich kein Linkshänder bin. Jetzt leuchtet hier natürlich nichts mehr. Ist auch kein Wunder, meine Controller sind komplett geladen. Ich werde mal den hier wieder reinmachen, den werde ich mal wieder anders. Und dann werde ich den mal jetzt hier heute benutzen und mal mit der Controller-Ladestation hier laden und gucken, wie sich das im Alltagstest macht. Mensch. So vom Style her finde ich den ja nicht mal so schlecht mit diesen, mit dieser geschwungenen Form. Dann kommt es hier wieder so ein Stück nach vorne. Die sind fast dicht übereinander, also nicht zu sehr versetzt wie bei manchen anderen. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Also müsst ihr ja selber für euch entscheiden, ob das jetzt was für euch wäre. Was mich jetzt ein bisschen stutzig macht, ist mit diesen LEDs. Ob das überhaupt LEDs sind. Das sieht wie LEDs aus. Könnte natürlich aber auch was anderes sein. Hier unten sieht es auch ein bisschen aus wie eine LED. Ja, das werde ich jetzt einfach mal testen. Einfach mal einen leeren Controller drin machen. Also meine Controller jetzt erstmal leer zocken und leeren machen und dann bin ich mal gespannt. Ich werde euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten, werdet unter das Video runterschreiben. Bis dahin verabschiede ich mich jetzt erstmal. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen weiterhelfen mit Controller-Ladestationen oder dergleichen. Wenn es euch gefallen hat, muss erstmal hier den Nippel wieder drin machen, dass er nicht wegkommt. Muss ich mir dann erstmal nachher irgendwo ein Plätzchen suchen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch Fragen habt, fragt drauf los. Wenn ich noch irgendwas vergessen habe, irgendwas zu testen, irgendwie, ihr habt da irgendein Produkt, wo er sagt, Mensch, das musst du mal testen. Dann schreibt mir, schickt mir einen Link von dem Produkt, dass ich es mir mal anklicken kann und dann muss ich mal gucken, was man machen kann. Und dann werde ich versuchen, das auch zu testen für euch. Bis dahin verabschiede ich mich jetzt erstmal. Ahoi, sagt euer Odin.